Ja, hallo Freunde, neuer Monat, Oktober, Sonntag, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, Anne und ich haben uns gestern überlegt, Mensch, was machen wir denn heute Abend? Ja, Pizza? Nee, Pizza nicht, aber sowas ähnliches. Und da sagte Anne, sie hatte mal irgendwann in so einer Zeitschrift was von belegten Fladen gelesen. Ja, und die machen wir heute, oder besser gesagt, haben wir gestern gemacht. Zutaten kriegt man ja alles, 22 Uhr sind die Geschäfte ja auf. Schaut euch einfach an, unsere belegten Fladen vom Grill. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Bei uns soll es heute ein Brot vom Grill geben. Dazu habe ich einen Brotteig angerührt. 250 Gramm Dinkelmehl, 250 Gramm Dinkelvollkornmehl, einen halben Würfel Hefe, 75 Gramm Sauerteig, 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Zucker und Wasser. 330 Milliliter lauwarmes Wasser habe ich genommen. Die Hefe habe ich im Wasser aufgelöst, dazu kam der Zucker. Mehl kam in die Rührschüssel, der Sauerteig dazu, das Salz dazu und dann habe ich alles gemeinsam mit der Wasser-Hefemischung verrührt, verknetet, ja, und dementsprechend den Teig dann ruhen lassen, abgedeckt und ihr seht, er ist richtig schön aufgegangen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen für unsere Brote 150 Gramm Bergkäse gerieben. Dann habe ich noch hier so einen Weißschimmelkäse, Brie, Camembert, wie auch immer, Bavaria Blue. Creme Fraiche habe ich. Ich habe Weintrauben, die habe ich halbiert. Dann habe ich einen Ziegenkäse noch. Ich habe Bacon, Lauch, also Porree. Und zum Würzen brauchen wir etwas Muskatnuss, Pfeffer und Salz. Ja, und wie wir unsere Brote machen, zeige ich euch gleich. Was ich noch vergessen habe, Kochsahne kommt dazu und etwas Öl zum Anschmoren des Lauchs. Aber nun kann es losgehen. In einer Pfanne habe ich nun 2 Esslöffel Rapsöl erhitzt. Darin schmore ich unseren Lauch, Porree, an. Gewürzt wird mit Pfeffer und Salz und etwas Muskatnuss. So wie ihr seht oder eben nicht seht, weil der Dampf hier so wieder alles gibt, es ist schon leicht angeröstet. Ich lösche das Ganze nun mit Kochsahne ab. Ich denke so 100 Milliliter. Oh Mann, ey, Hilfe. So. Die halbe Flasche tue ich erstmal rein. Eventuell wird es auch die ganze Flasche, das weiß ich noch nicht. Mein Herd stelle ich inzwischen aus, weil der ist heiß genug. Und nun folgt der Käse. Das sind ungefähr 150 Gramm Bergkäse. So. Der schmilzt jetzt nun durch die heiße Pfanne richtig schön an. Ja, jetzt braucht nur noch gewürzt werden mit Salz wohlgemerkt, wobei da werde ich nicht so viel reinbringen. Ich denke, der Bergkäse hat genug. Etwas Muskatnuss folgt noch und Pfeffer. Wie ihr seht, Muskatnuss und Pfeffer ist nun auch in der Pfanne gelandet. Das Ganze werde ich unterrühren und dann ist es auch schon fertig. Nun mache ich mich an den Belag für die zweite Brotvariante. Da habe ich nun 200 Gramm Creme Fraiche. Was ich natürlich im Vorspann wieder vergessen habe, ein Ei gehört noch dazu. Frisch gemahlener Pfeffer, frisch gemahlenes Salz kommen da noch mit rein. Das Ganze werde ich verrühren und dann ist auch diese Belagsvariante fertig. So sieht das Ganze nun verrührt aus. Ja. Und dann geht's gleich weiter. Von unserem Brotteig steche ich nun mit so einer Teigkarte mir immer
ja, ein bisschen was ab und forme daraus solche Fladen. Und nun belege ich unsere Brote. Einmal kommt die Mischung aus Bergkäse, Sahne und Lauch auf einen Fladen. Ein bisschen kann noch, glaube ich. Sehen das nicht zu viel. Dass es nicht runterläuft. Mal sehen. Ich denke, das reicht schon. Es wird auch reichen. Ich denke, 1 Zentimeter lasse ich frei an der Seite, damit es dann doch ein bisschen Ausweichmöglichkeit hat. Darauf kommt dann noch etwas Speck. Der will nicht. So, und eine machen wir noch. Jo, dann ist alles, so alles abgedeckt. Belegt. Genau, so, das ist die eine Variante. Die andere Variante machen wir mit unserer Creme Fraiche Mischung. Creme Fraiche. Habe ich doch gerade gesagt. Ja. Erstmal habe ich mich versprochen. Da lassen wir auch wieder so ein bisschen frei an der Seite. So, Untergrund sollte reichen. Entschuldigung, jetzt muss ich ja einmal durchs Bild. Dann kommen unsere Käsesorten drauf. Ich habe hier einmal diesen Bavaria Blue mit dem Blauschimmel. Dann diesen hier. So, und ich finde, ich denke, das wird auch gut schmecken mit Ziegenfrischkäse. Also kommt der auch noch mit drauf. Aber ich denke, da ist jedem überlassen, wie er es mag, was er mag. Und ein paar Lücken müssen wir noch lassen, weil nun kommen unsere Trauben dazwischen. Ja, und diese Varianten gehen dann auf den Grill. Der gerade vorgeheizt wird. Genau, ich denke, so 20 Minuten werden die auf jeden Fall da drauf brauchen. Und wenn das fertig ist, sehen wir uns wieder. Und vom restlichen Teig machen wir weitere Fladen. Na, nicht runterrutschen. Da noch eine zwischen, da noch eine zwischen. Ich denke, das langt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich denke mal, wir gehen jetzt raus, ne? Wir werden jetzt raus zum Grill gehen, genau. Bis gleich. Ja, Freunde, wir haben den Grill so um die 180, 190 Grad eingeregelt. Klappe geht auf. Pizzastein ist vorgeheizt. Oh, sieht der aus, unser Pizzastein. Aber egal, der geht nicht mehr sauber. Nee, es geht kein Pizzastein sauber. Brote liegen jetzt drauf. Ich denke mal, wir haben so 20 Minuten angepeilt. Mhm. Schauen aber nach 10 Minuten noch mal rein. Nicht, dass uns die ganze Sache verbrennt so ein bisschen, ne? Genau, wir werden sehen. Genau, Zeit stoppen wir. Wir sagen euch dann, wie lange die Brote gebraucht haben. Und Deckel zu. Zack. Ja, Freunde, so sehen unsere Brote nach 20 Minuten aus. Also da kommen wir bei Weitem nicht hin. Ich denke noch mal so 10 Minuten brauchen wir noch bestimmt. 10 Minuten, Viertelstunde, denke ich mal. Ich hätte die Fladen halt vielleicht einen Tuck flacher machen müssen. Mit Nudelholz und nicht nur so. Egal, wir schauen gleich weiter. Ja, der Deckel geht wieder zu, sonst verlieren wir Hitze. Zack. Dann bis gleich. Ja, Freunde, 35 Minuten sind vergangen. Die Brote sind jetzt fertig. Genau, und jetzt geht's runter und dann kommen die nächsten drauf. Ja, und die ersten essen wir aber jetzt schon. Die lassen wir ganz kurz abkühlen. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis gleich. Ja, Fazit. Ich kann noch nicht mal sagen, welches besser geschmeckt hat. Ob das mit dem vielen Käse oder mit dem Speck, waren beide gleich gut. Also für so eine Party, da seid ihr ganz oben dran. Probiert's einfach aus. Und vor allen Dingen, die schmecken am nächsten Tag noch so richtig knuffig. Heute Morgen aufgestanden, gleich wieder an den Resteteller rangegangen. Also einfach genial. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Über jedes Abo würden wir uns natürlich freuen, immer unten rechts. Ja, noch mehr freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Anne und Helmut wünschen noch einen schönen Sonntag.
Kühnes Kochkanal.